Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu Werke gehen. Wo liegen denn da die Unterschiede? Interessante Frage. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Damals legte man noch 15.000 Kilometer beim Testen in einer Saison zurück. Es ging mehr darum, für das Team zu arbeiten, das Auto- und Fahrverhalten so systematisch wie möglich zu verbessern. So konnten die Daten am konsistentesten analysiert werden. Wenn man jedoch kurz vor dem Rennen steht, denkt man als Fahrer nur daran, wie man das Beste aus dem Tag herausholen kann. Das Auto ist dann das Mittel, um dieses Ziel zu erfüllen. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Verstappen, Valtteri Bottas und Massa. Raikkonen, Perez, Grosjean und Carlos Sainz Jr. Hülkenberg, Quert, Esteban Ocon und Stroll. Magnussen, Wehrlein, Fernando Alonso und Marcus Ericsson. Palmer und Stoffel van Dorn vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Thank you.
das Feld an. Boxenstopp-Fenster.
Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Los geht's. Muss an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Thank you.
Abstand zum Führenden 25,1 Sekunden. Noch aus.
vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Während das Adrenalin nach diesem ereignisreichen Grand Prix ein wenig nachlässt, kommen hier unsere Top 3 hinaus zur Siegerehrung. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Für mich war das Esteban Ocon. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.